Ja, also, wir machen jetzt die Nebenquest, würde ich sagen. Es kommt ein Schiff gefahren, empfohlene Stufe 6. Ein reicher, verbannter Athener fand sich im dreckigen, banditenverseuchten Kaff Alenia wieder. Sein Bruder war ebenfalls dorthin geschickt worden, doch war zum Opfer von Banditen geworden. Eskortiere Orneos in Sicherheit. Steht hier. Also, wir haben das ja schon jetzt quasi teilweise mitgemacht. Aber nur so ganz zufällig. Und dann hat sich ja noch die Hauptmission jetzt quasi jetzt dazwischen gegrätscht. Deswegen mache ich das jetzt nochmal fix. Und die Hauptmission machen wir dann auch nochmal. Aber man sieht, hier sind noch die Leichen. Das Gebiet wird gut. Das Gebiet wird gut überwacht, ja. Das glaube ich nicht mehr. Sonst würden sie nicht so doof da liegen. Wo ist denn jetzt der dritte Schatz? Den könnte man auch gleich mitnehmen. Wenn wir gerade dabei sind. Hier ist der Höhleneingang. Und da ist der dritte Schatz. Da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Und dann können wir auf jeden Fall die. Klingt nach Wölfe. So, und das ist nicht alles so schlimm. Und den sollen wir jetzt eskortieren. Indem du mich zu meinem Bruder Davos eskortierst. Meine Drachmen gehören dir, wenn du das tust. Okay. Drachmen klingt gut. Ich mache alles, was du sagst. Uah! Oh mein Gott, ich wollte doch nur geradeaus gehen. So. Ich habe ihn eskortiert. Gib mir deine Drachmen. Orneos, endlich wieder vereint. Dieser Söldner war das einzig gute Ei in einem Korb voll fauler Eier. Bezahl ihn für mich, Davos. Alles für meinen kleinen Bruder. Ich sagte doch, es sind nicht alle so schlimm. Ja, das war es auch schon mit der Quest. Es kommt ein Schiff gefahren. Ging kurz. Ich mach's bloß wieder mal. Aber wir haben auch jetzt quasi das geschafft. Und wir haben auch gleichzeitig die Kleptos-Bucht 100% erledigt. Jetzt können wir bloß noch das Fragezeichen machen. Das ist wirklich nicht. Und dann müssen wir ja sowieso zu der Hauptquest, die wir jetzt links liegen lassen gelassen haben. Links liegen gelassen lassen haben? Klingt doof. Und dann muss ich auch schon bald sagen, muss ich leider Gottes jetzt den Livestream schon beenden. Da es ja doch schon relativ spät ist. Ich leider nicht so viel Zeit habe. So, hier gibt es einen Banditenanführer. Ausfindig machen und einen Schatz. Ja, das ging relativ fix. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Gott sei Dank schlafen die alle hier mehr oder weniger. Ja, außer diejenige oder der. Die. Eine die. Zumindest hat die weibliche Geräusche, macht die. Oder es ist ein junger Mann. Kann auch sein. Die schwebt ja. Auch die ist weg. So, den Schatz haben wir jetzt gemobst. Alles mitnehmen, was geht hier. Und hier seht ihr schon, wir haben einige Gegenstände, die schon wesentlich besser sind. So, der Banditenanführer wäre auch weg. Ja, das haben wir jetzt auch geschafft. Wunderbar. Kleptos-Ausguck. 100%. Super.